Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. In der letzten Folge haben wir Kapitel 1 abgeschlossen, die Hintergrundgeschichte von Cloud und Sephiroth gecovert. Und ja, haben wir herausgefunden, warum er so ein großer böser Typ ist, ne? Weil seine Mutter halt hier von dem alten Volk hier angehört und von hier so einem Professor erschaffen wurde auf künstliche Weise. Und ja, als er das alles herausgefunden hat, ist er ein bisschen durchgedreht und hat alle Leute von Clouds Heimatstadt, Heimatdorf abgemetzelt und in Schutt und Asche gelegt und verbrannt. Und ja, war ja sehr interessant, ne? Also wir haben einfach festgestellt, dass Sephiroth krank ist, ne? Und einfach böse. Und jetzt setzen wir unsere Verfolgung, nehme ich mal an, fort, ne? Dieses Kapitel heißt die große weite Welt, irgendwie so weit. Ja, wir hatten ein bisschen Krach mit Tifa noch letzten Abend. Das ist auch noch. Was ist das? Aufgrund von Aufmerksamkeit unseres Hauses. Eine Partie Karten macht aus Fremden schnell Freunde. Probiert's doch mal aus. Karten. Blut der Königin? Okay. Ganz oft sofort das Kartenspiel Blut der Königin spielen. Vielen Stellen findest du Katereros, die nur auf eine Herausforderung waren. Stell dein Können auf die Probe und ergatte bei einem Sieg neue Karten für ein Deck. Auf der Karte sind andere Kartenspieler mit 1 markiert. Du hast andere Karten, neue Stärke, dann kannst du neu. Ja. Das hat hier ein Minispiel, das Fort Condor von diesem Spiel. Was haben wir hier? Okay. Bei Blut der Königin legen die Spieler abwechselnd Karten in die drei Reihen auf den Spielbord ab. Ziel ist es, jede Reihe die stärkste Karte zu haben. Karten kannst du auf die Felder in deiner Farbe legen, auf der ein kleines Figürchen steht. Probier es direkt einmal aus. Okay. Sobald du eine Karte abgelegt hast, wird ihre Stärke auf die Reihe ausgerechnet und neue Positionen ablegen kann, werden frei. Rechts oben auf der Karte mit. Okay. Warte mal, ist das nicht das gleiche Spiel wie in Bravely Default 2? Lege nur eine Karte ab, so dass sie eine Game-Position mit einer bereits freien Position überlappt. Okay. Ja. Wieso nicht? Ach so, gelb. Ach, dann soll sich überlappen, alles klar. Wenn das Positionsfeld einer der Karten mit einer Position überlappt, die du bereits kontrollierst, wird dessen Rang erhöht. Der Karten können nur auf Position abgelegt werden, deren Rang mindestens noch hoch wäre. Okay, was bringt mir höherer Rang? Du hast nur eine Position auf Rang 2. Versuche eine Karte des selben Ranges auszuspielen. Ja. Das ist wortwörtlich wie Bravely Default 2. Hab's auch so ein Minispiel. So eine Karte mit der Gegnerin, nimmst du sie ihm weg und machst sie zu deiner eigenen. Zu beachten ist, dass die Position sich dadurch erhöht. Nicht erhöht. So ein ähnliches Spiel gab es auch in Bravely Default 2. Auch ein Spiel von Square Enix. Ja, siehst du, der aktuell stärkt für die richtige Nachbar für eine Karte sind rot umrande, spezielle Effekte. Okay. Also wenn ich jetzt hier hingehe, nehme ich dann die Karte weg, weil der Effekt rechts ist, ne? Also ich platziere sozusagen eine Karte und die Felder, die halt hier unten angezeigt werden, beeinflussen sozusagen die Karten daneben an und so, ne? Zum Beispiel hier. Oder auch nicht. Fünf. So. Okay, ich verstehe jetzt trotzdem nicht, wieso ich dem nicht wegnehmen konnte. Machen wir mal so. Plus zwei. Ich dachte, ich kann die irgendwie wegnehmen von dem Gegner. So, wann gewinne ich? Wir befinden uns sich stark vom verbündeten Kahn auf diesen Effekt getroffenen Feldern und zwei. Ah, da brauche ich drei.
Also wenn ich dich jetzt hier hinpacke, ne? Jetzt kann ich da die Dreier hinpacken, ne? Verstärkt dann die anderen Karten alle, ne? Ich weiß aber irgendwie nicht, wie ich gewinne hier. So. Ach, ich muss. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, ich bin am Verlieren, weil ich halt. Ich brauche jetzt. Ich brauche auf der linken Seite brauche ich höhere Felder, ne? Ich nehme an, weil ich halt jetzt hier. Ja, toll, ich habe, glaube ich, schon verloren, ne? Ja, ich glaube, ich habe verloren. Und nun? Aussetzen oder Spiel beenden. Ja, nur aussetzen. Die Partie beendet, wenn die Stärkweite beider Spieler für jede Reihe verglichen. Okay, ich verstehe. So, ich habe 13 Punkte da und er hat 12 auf der. Okay. Ja, dann habe ich ja gewonnen. Sieg. Hiermit endet das Tutorial von Blut der Königin. Wenn das Spiel gefallen hat und du dein Deck nach einer neuen Karten erweiterst, kannst du andere Spiele durch gewonnene Partien welche abbuchsen. Wer weiß, vielleicht wirst du auf deiner Suche nach seltenen und starken Karten je sogar eine der besten Karteros der Welt. Das ist ähnlich wie so ein Spiel aus Bravely Default 2. Okay. Kann man ein bisschen machen, ne? Also in Bravely Default 2 gab es auch so ein Spiel, nur halt, da musste man nicht irgendwie rein, irgendwie Punkte sammeln, aber da hast du auch irgendwie so Felder und jede anliegenden Felder wurden irgendwie von deinen Karten beeinflusst. Warte, wer macht denn so einen Mist? Guten Morgen. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Broden. Ich führe dieses bescheidene Etablissement. Deine Freunde sind bereits aufgebrochen. Ah, richtig. Dein großer Freund hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Hey Cloud, alte Schlafmütze, den heutigen Tag hast du frei. Kannst dich ja mal um deine Ausrüstung kümmern. Das sollte ich ausrichten. Und Ausrüstung und Materie im Hauptmenü. Kannst du Ausrüstung deiner Charaktere festlegen? Schau doch einfach mal im Waffengeschäft vorbei. Kann ich jetzt Waffen upgraden auch? Warum nicht? Ach ja, und hast du zufällig deinen Kodex dabei? Ja. In dem Fall solltest du auch mal die Zauberfibel besuchen. Hier in Kalm befindet sich nämlich die Hauptfiliale dieser renommierten Buchhandlungskette. Die Gelehrten dort sind einige der Besten ihres Fachs. Die holen das Optimum aus deinem Kodex raus. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das erste Mal sogar gratis. Oh. Okay. Whoop. Löwe. Simba. Die Zauberfibel. Gucken, wie lange ich abgelenkt werde von dem Kartenspiel. Ziemlich erschöpft, was? Hast du auf mich gewartet? Ich hatte noch keine Gelegenheit, euch zu danken. Dafür, dass ihr mich befreit habt. Aus den Klauen von Hojo. Kleinigkeit. Selbst wenn. Ich begleiche meine Schulden. Ich werde euch begleiten. Ja, so. Yeah. Red 13 Gruppenstufe. Ach ja. Wenn oh, ist das spielbar? Prüfst, dann kümmere dich auch um meine. In Ordnung. Yeah. Ziemlich dreist für einen Neuen. Die Gruppenstufe. Wenn die Verbundenheit zwischen den Gefährten sich vertieft, steigt die Gruppenstufe. Stärker das Vertrauen zwischen dir und deinen anderen, indem du mit ihnen interagierst. Große Herausforderungen überwindest oder Leuten in Not hilfst. Mit höherer Gruppenstufe und Vertrautheit werden die Codices neue Fertigkeiten freigeschaltet. Ja, endlich. Oh, schön. Und er hat noch freie Felder. Aber darum kümmern wir uns später, nehme ich an. Endlich. Oh, dann ist er auch spielbar jetzt endlich. Oh, Gott sei Dank. Ich meine, er war ja offensichtlich, er ist ja einer der Hauptcharaktere im Original. Ich wäre irgendwie enttäuscht gewesen, wenn er nicht irgendwann... Er hat eine Beschwörungsmaterie, sehe ich gerade. Chocobo und Mogri.
Oh, Aris und Red 13 auch. Shiva, ho. Ifrit. Ifrit, ja. Also brauche ich gar nicht hier diese DLC-Dinger hier nachschauen. Ups. Okay. Was schon da? Besiege den Gegner. Blutsklave. So, kann ich meine Waffen irgendwie hochleveln wieder? Keine Ahnung. Ich soll Ausrüstung sammeln, ne? Wir sollen uns erstmal hier vorbereiten, ne? Nehme ich an. Unsere erste Stadt außerhalb von Midgar. Ich fordere dich heraus. Das heißt, ich gehe völlig zusammen. Schau nicht so kritisch. Ist es etwa verboten, Gefühle zu zeigen? Mein Name lautet Flenny. Je mehr ich flenne, desto stärker werde ich. Heul mir nach deiner Niederlage nichts vor. Komm, ich gehe völlig sehr. Ich mache einen Mann aus dir. Partie beginnen. Wird schon klappen. Ich habe gerade so halbwegs gewonnen. Ich schaffe das, du hast recht jetzt. Wenn hast du die Möglichkeit, Kahn aus den Hand zurück ins Deck zu legen, dafür neu zu ziehen. Ja. Also soll ich die austauschen, ne? Na. Okay. Was? Okay, ich wollte schon sagen, kriege ich keine neuen. So, wie mache ich denn das jetzt? Wen platziere ich denn hier? Am besten einen, wo ich die meisten Dinger bekomme, ne? So. Passiert eigentlich irgendwas, wenn ich verliere? Nee, ne? Oh, er hatte genau gleich platziert jetzt. Kann ich auch eigentlich den seinen Platz hier, den seinen Weg hier blockieren? So, wenn ich dich hier im platziere, ne, dann kriege ich ja überall Punkte, ne? Warte mal. Diesmal habe ich es raus. Da nur die eine Reihe. Du Noob. Jetzt kann ich... Nein, ich kann den nicht platzieren. Aber hey, wenn ich da noch... Ja, warte mal, wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich dich einfach blockieren, ne? Ich werde mit viel zu viel Spaß haben, leider. Wenn ich den hier mache, warte mal, ich wollte irgendwie was hier planen. Ich wollte wieder hier, ne, damit ich hier so viele Sachen wie möglich platzieren kann. Boom. Du kannst ja gleich nichts mehr platzieren, Kollege. Ne, so kann man aber bestimmt auch gewinnen, ne? Einfach keinen Platz hier. Was? Warte mal, kann er jetzt noch was platzieren? Na! Ja! Du Noob! Nimm das! Muss ich eigentlich nur noch mehr Punkte haben, ne? Boom. Er kann nichts machen. Du Noob. Ich brauche mehr Punkte, ne? Mal noch. Bringt da. Ich dachte, man kann irgendwie die Gegner auch irgendwie auf dem Schirm, wenn sich die Stärke verbündeln kann, auf diesen Effekt betroffenen Felder. Dann machen wir den ja. Kann nichts mehr machen. So,
Gucken wir da 4 Punkte. Mal den ja. Das habe ich in 2 Feldern alles, ne? Da kann ich jetzt so lange hier platzieren, bis der. Und da um den hole ich auch noch. Boom. Alles geschafft. Das hat echt funktioniert. Nimm das. Na, ich weiß nicht, warum jetzt da ein Ding aufgetaucht ist, aber okay. Boom. Royal Flush. Also er ist anscheinend eine Strategie, ne? Einfach den zu blockieren. Oh, guck mal, wie viele Dinger ich bekomme. Oh. 23. Block. Neue Karte. Castagnette. So ein Jammer. Ich hab verloren. Aber die Partie ist doch zum Heulen. Er hat sein Schwert abgelegt. Das ist wieder so was, was ich hier einen ganzen Part lang machen kann, ne? Ich will noch ein bisschen in der Story weitermachen. Ups, Entschuldigung. So. Aber hier sind ja nur nicht mehr 2. Da war schon 2. Da ist ja nur noch einer. Kann ich halt machen, ne? Also nicht jetzt. Ich will noch ein bisschen was anderes hier machen, ne? Muss ich überhaupt machen hier? Ich soll mir Zauberfibel Ausrüstung überprüfen, sollte ich. Beim Original war hier nur so ein ganz kurzer Abstecher, ne? Ich muss einfach nur hingekommen, hast die Story angehört und dann sind wir weitergegangen. Ne? Diesem Dorf ist eigentlich gar nichts passiert im Original. Okay, wenn ich dich schon zufällig gefunden habe. Warum klingt dieses Kind wie eine Erwachsene? Partie beginnen. Wird schon klappen. Ihr seid doch alle Noobs. Im Vergleich zu mir. Ich bin der absolute Champ. So, dich tauschen, 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 ne? Ah. So, ich fand meine letzte Strategie hat eigentlich gut funktioniert, ne? Und war das hier wieder? Boom, ne? Obwohl, so habe ich gar nicht angefangen vorhin. Egal. Was sind die Nummern da oben rechts eigentlich? Was bedeuten die? Ist das der Wert der Karte? Ja, ne? So. Warte, ich komme immer näher. Pass auf. Nein, er macht den gleich. Macht die gleiche Strategie. So, ich muss irgendwie wieder deinen Weg hier blockieren. Ich sag. Na, wird das hier so einfach? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird diesmal. Obwohl. Also was? Wenn ich den mit habe, dann bist du schon ein bisschen begrenzt, ne? Und ich sehe gerade, die kann nur oben rechts und unten links welche platzieren. Ich kann schon wieder den Weg blockieren, ja. So, blockiert. Ich kann nichts mehr platzieren.
Die kann schon wieder nichts platzieren. Die kann nichts. Aber ich merke aber, wenn ich mich hier verbaue, dann kann ich auch nichts platzieren mehr. So, ich muss weiter nach vorne. Ich glaube, sie kann nichts mehr platzieren, ne? Ne? Du Noob! Packen wir dich da ein. Oh, das ist ein Spiel, womit ich Spaß haben werde, habe ich so ein Gefühl. Aber wenn ich dich platziere, kriege ich 4 Punkte. Oh. Boom. Kann eigentlich schon beenden, ne? Boom. Jetzt packe ich da noch ein Zweier hin. Wie dich. Boom. 12 Punkte. So. Guck mal, wie viele Karten die in der Hand hat. Yay. Auch beim Unentschieden kriegt keiner die Punkte. Alles klar. Alles klar. Neue Karte. Oh, Kaktor. Ach du Schreck, wir haben verloren. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Da hast du es aber auch mit einem starken Burschen aufgenommen, junges Fräulein. Ich hoffe. Also gibt es ja kein Fort Condor in diesem Spiel. Du kriegst trotzdem nicht wie ein kleines Kind. Soll ich nehmen? Da war schon alles Kartenspieler hier. Außer hier gibt es auch noch welche. Ne, aber das ist die Herberge. Keine obere Ebene. Was? Ach so, da oben irgendwo wahrscheinlich. Ne. Na gut, dann lass mich mal hier umschauen. Ne. Die war. Ich sage vielleicht freundlich, Cloud. Oh. Im Wasserturm im Nibelheim. Ich hätte vielleicht das linke sagen sollen. Ich mochte den Turm wirklich sehr. Und jetzt existiert er nicht mal mehr. Aber ich hätte vielleicht das linke sagen sollen, ne? Wegen dem Versprechen. Aber da war ein Zeitlimit. Klaus hat einen beeinflusst die Verwundenheit zwischen ihm und seinen Gefährten. Wenn der Gefährte uns erkennt ein Symbol, bei dem dieses Symbol werden während freier Erkundungsphase angezeigt. Du kannst sie aber auch selbst aufrufen, wenn du allein länger drückt hältst. Was für ein friedlicher, ruhiger Ort. Okay. Würde am liebsten ein bisschen entspannen, aber. Wo sehe ich das jetzt hier? Ich dachte, allein gedrückt halten. L1? Nee. Was war das für ein Geräusch? Ich habe irgendwas gehört gerade. Ja, keine Ahnung. Du Freak. Okay, meine Kollegen werden aber ja nicht auf der Karte angezeigt. Oh. Also ich muss die finden. Ah, du. Hey, Red. Was machst du hier? Aufpassen. Shinra kann schließlich jederzeit aufkreuzen. Ich kann man sich verlassen. So. Ich weiß nicht, was da jetzt mit L1 gestanden hat, aber irgendwie funktioniert das nicht.
Also war ja schon mit einer richtig großen Gruppe hier unterwegs. Ich dachte, ich habe irgendwie so gedacht, irgendwie die trennen uns hier so ein bisschen, weil im Original war es halt so, du konntest halt nur mit 3 Leuten durch die Gegend rennen, ne? Und die anderen haben dann, die konntest dann auf der Weltkarte halt einwechseln mit so einem Handy, da konntest dann anrufen, da konntest du halt die Truppe wechseln. Und ich habe gedacht, so wird das irgendwo hier so ablaufen, ne? Dass ich hier von 2 Leuten irgendwie getrennt werde und keine Ahnung, Aris und Barrett oder Barrett und Tifa oder so würden sich dann mir anschließen und dann Red 13 und Aris würden sich dann später nochmal dazugesellen oder ausgetauscht werden irgendwann. Also ich habe gedacht, wir werden hier so irgendwie getrennt, aber so wie es ausschaut, können wir doch hier schon mit unserer Fünfergruppe direkt durch die Gegend düsen. Was ich gut finde, kann man natürlich mal machen, ne? So, wow, ich kann schwimmen. Also wegen Kingdom Hearts hier. Wo kommt diese Musik her? Irgendwie kann ich, glaube ich, auch Musik irgendwie sammeln, ne? Stand da nicht irgendwie was früher, als wir noch in Nibelheim waren? Irgendwie hatte ich irgendwie Notenrollen oder so. Ja, ne, am Piano war das. Ich konnte irgendwie Notenrollen oder so sammeln und dann kann ich die abspielen oder so. So, weswegen gehe ich hier in? Hier ist ein Kartenspieler. Stufe 3. Ups. Wie kannst du es wagen, meine Barriere zu zerstören? Und bist du auch hier, um Keims Mauer zu bestanden? Da drüben ist nur deine Zwillingsschwester. Mit mir bei Blut der Königin zu messen. Mein Name lautet Zahira. Mein Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass ich ganz wie die Mauer von Keim stets die Stellung halte und niemals zurückweiche. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Gegen mich antreten willst. Naja, ich habe nichts zu verlieren, ne? Wollen wir mal sehen, ob deine Wand so undurchdringlich ist, wie du behauptest. Bis jetzt bin ich durch jede Wand noch gekommen, ne? So. So, ach ja, ich fange an. Ich glaube, da ich sowieso in der Mitte anfange, sollte ich vielleicht eher erst so machen, ne? Für die 2 Punkte. Und dann nehme ich ihn hier und tue an alle Seiten. Ne? Genau, und dann tue ich alle Seiten so frei machen. Also ich tue mich wieder nach ganz vorne preschen, ja? Aber ich habe noch so einen Gardist, sehr gut. Ich tue schon wieder abblocken. Ich mach's schon wieder. Ich tue schon wieder, niemand kann mich aufhalten. Ja. Oh nein, sie ist da durchgekommen. Obwohl. Blockiert. Ja, jetzt kannst du da unten wieder nichts hinpacken, ne? Ha, blockiert. Rest in peace. Und wenn ich dann jetzt hier. Jetzt muss ich eigentlich wieder nur genug Punkte haben, ne? Aber, und da ich ja jetzt hier Sachen platzieren kann. Dieses Spiel ist, glaube ich, ein bisschen broken. Da bilde ich mir hier nur ein. So, ich mache jetzt einfach den hier, oder? Nee. Ich wollte nur ein paar bessere Karten, ne? So, ich mache jetzt den hier, ne? Und du kannst wieder nichts machen, ne? Doch, du kannst immer noch Sachen platzieren, sehe ich gerade. So, oben kannst du nichts mehr machen. Ich habe keine Dreier-Dinge. Nein. Aber so. So. Boah, 6 Punkte. Was mache ich denn dagegen? Mal den hier. Also ein ähnliches Spiel gab es auch in Bravely Default 2. Das ist eigentlich voll einfach. 6 Punkte. Acht Punkte.
Habe ich gewonnen? 11, 13. Ja. Ich bräuchte halt nur ein paar bessere Karten, habe ich so gefühlt. Dann wird das hier noch einfacher. Nein, sie hat ein paar Punkte bekommen. Sie hat mir die Mitte abgenommen. Aber ja, meine. Mein Kopf durch die Wand. Oh, schriller. Das wäre eine gute Karte, obwohl ja, die kostet 3 Punkte. Ja, und den Rest deiner Mauer habe ich auch noch kaputt gehauen. Ich habe sie komplett eingerissen. Also schön. Von heute an sollst du meine Mauer sein. Das ist meine Strategie. Ich überwinden werde. Warte es nur ab. Nimm das. Ja, nimm das. Nimm das. Stirb. Stirb. Okay. Na, ich nehme mal, jetzt sind wieder neue Kartenspiele aufgetaucht. Nee, okay. Wahrscheinlich sind sie noch. Ich muss mal hier ein bisschen die Story vorantreiben. Wo sind Barrett und Arif? Die habe ich noch nicht getroffen. Ich suche eigentlich hier nach ein paar Schatztruhen und so, aber ich habe noch nichts gefunden. Bist du die heiße Schnecke, von der ich so viel gehört habe? Oder Schnitte? Klar, warum nicht? Klar. Warum nicht? Wirklich? Toll. Also gut, ich besorge die Eintrittskarten. Wir treffen uns vor dem Turm. Okay. Cool, so Interaktion. Bis später. Ich freue mich schon. War zwar voll out of character, aber was soll's. Ich will aktiv dagegen angehen, dass irgendwie Cloud voll der miese Peter ist. So, wer oder was bist du? Was überhaupt ist das hier? Wohl noch nie mit einem Kodex gearbeitet, was? Um sich das darin enthaltene nützliche Wissen anzueignen, bedarf es einer gewissen Grundlage. Sie sehen allerdings aus, als wären sie bereit. Oh, es hat meine Waffen-Upgrades. Der Wundersalter halfen die ganze Welt zu verschwenden. Jeder kriegt mit seinen eigenen Wissensknoten. Punkte, genau. Kann ein Charakter wissen gerade frei um. Bitte stimme zunächst einen Charakter. Ich kann nur Cloud auswählen. Oh, das ist Clouds Kodex. Die kreisförmigen Markierungen sind Wissenskerne. Ich neue Fertigkeiten, Synchro-Aktionen und Synchro-Fertigkeiten verbergen. Irgendwas über einen Wissenskern und weitere Informationen. Blütensturm. Ah. Okay. Nein, ich will mir den anderen nur angucken. Nein, ich will mir den anderen angucken. Nein. Cloud leitet sich die Kraft von Ares und beide führen gemeinsam magische Fernangriffe aus. Na gut, dann nehme ich den halt. Blütensturm gelernt. Also ja, werden die benachbarten Wissenskern ebenfalls, ja, ist klar. Ah, okay. Der Anfang wäre gemacht. Aus den Kodizes kann das sozusagen das Waffen-Upgrade-Dingen hier. Es hat die Waffenpunkte sind jetzt nicht mehr abhängig von der Waffe. So, was ist dann der Job von dir? Ach, muss ich das jedes Mal hier machen? Kann ich das nicht im Menü machen? Fernkampfklinge. Wer im Team einen Fernkampf aus ist, bis zu 3-mal kombinierbar, kann in Luft eingesetzt werden. Für ein Windelementar magischen Angriff, der keine MP verbraucht. Mit den Schaden von Schwertwirbel. Oh, ich hätte lieber das hier. Also kann ich das hier jetzt mal zurücksetzen. Machen wir das mal. Ich will lieber hier lang gehen. Fernkampfklinge, das klingt interessant. So, was sind dann die Dinger hier, die so abgelegen sind? Schleudert tiefer da weg. Feurige Verkettung. Hey, ist das nicht das hier, was hier im Menü ist irgendwie? Konterfeuer. So, das hat jetzt eine Fähigkeit Synchro-Aktion.
So. Ja, sind das denn nur Synchro-Fähigkeiten dann? So, hier ist auch wieder TP-Maximum, deswegen. Doppelt hält besser. Okay. So ganz verstehe ich das noch nicht. Schaden von Spezialfähigkeiten. Mit dem Thema einen Sprungangriff aus. Okay. Dann gehen wir wieder da lang. Ich sehe gerade, wenn ich R2 drücke, dann kann ich zu den Charakteren wechseln. Oh, die haben alle andere Farben. Es hat Universum. Warum ist deins nicht rot? Na, guck mal, was sind diese Zeichen hier? Tifa, Barrett, Kugeln, Schwerter. Ah. Sind einfach nur die Waffen, ne? Fighting mit Karacho auf den Gegner. Ich würde mit der Stimmung bei gleichzeitig blocken durch. TP Maximum. Ja, ich stehe so auf TP, also. Okay. Stets zu Diensten. Na, mal schauen, wie das hier nur so abläuft, ne? So, aber diese ganzen Fähigkeiten, die ich jetzt freigeschaltet habe, sind die jetzt irgendwie. So, in der Luft Synchroaktion. Hier ist das. Nein, wie komme ich da runter? Nein. In der Luft. Wo sind meine Synchroaktionen? Offensive Synchroaktion, defensive Synchroaktion. Dreieck und Viereck. Offensiv, offensiv, defensiv, defensiv. X und Kreis oder X und Kreis. Nee, da ist schon in Ordnung. Sobald ich zu den Charakteren wechsle, fangen die an zu blinzeln. Oh Gott, hier, das mit den Kämpfen, das muss natürlich hier mir so angewöhnen mit jedem Charakter, ne? Damit ich halt hier weiß, wie alle zu steuern sind und so, ne? So, hier sehe ich noch einen normalen Shop. Was hast du denn noch hier? Du hast Karten auch zum Verkaufen, ne? Kissen. Das beschädigt der Rastpunkte zu benutzen. Was? So, ich habe jede einzelne von dieser Materie, außer stehlen. Für Geld habe ich 2000. Booster Packs. Ach, dann bekomme ich auch alle die. Alles klar. Lass mal erstmal Quetzalcoatl. Das ist eine. Warten wir erstmal, was wir hier alles zu haben. Ja, wo ist Barrett, my man? So, die Stadt kam überprüft in der Ausrüstung. Stimmt. Wie wirken sich denn dann Waffen jetzt aus, wenn das hier alles jetzt durch diese Fibeln hier erledigt ist? Wo bin ich hier gerade? Endlich mal eine Truhe. Oh, zwei Gegengifte. So, oh, da unten ist Barrett, glaube ich, ne? Wer kann es nur wagen, sowas zu machen? Gar keinen Anstand haben die Leute. Hey Barrett, was geht? Mit sicher ein netter Abend. Aber hallo, das wird die Party des Jahrhunderts. Wir lassen so. Das ein Zeitlimit hat, macht mich voll nervös, ey. Willkommen. Ihr seid neu in der Gegend, was? Ja, das bin ich. Nein, ich trinke nicht. Hast du nicht gerade zugehört? Der Mann trinkt nicht. Lauf den zu einem Alkoholiker zu machen, sonst schießt ihr euch die ganzen Gläser kaputt. So, ich sehe jetzt immer noch nicht, wo hier. Oder jetzt, wenn ich L1 drücke,
Nee, das Gesicht ist immer sichtbar. So, wo ist denn das mit der? Ich sollte vielleicht mal folgen, wo der Dingens ist, ne? Wie komme ich da hin? Hier ist auch noch was. Oh, ich dachte, da war eine Sprechblase. Das war nur etwas Holz. So, Ausrüstung. Ah, vielen Dank. Das höre ich öfter. Ach, du meinst das Schwert auf meinen Rücken. Ah, sieht aus, als hättet ihr schon einige Schlachten geschlagen. Gibt aber nichts, was sich nicht noch verbessern ließe. Auch aus deiner Waffe lässt sich sicher noch was rausholen. Was ist? Willst du es mal ausprobieren? Will ich? Ah, guck mal hier, jetzt ist wieder das, ne? Im Hauptmenü kannst du Waffen deiner Charaktere unter Waffenmodifikation jeweils eigene Waffenfertigkeiten zuteilen. Hier, die Waffenstufe deines Charakters. Blablabla. Ja, ich nehme an, das ist so ein bisschen wie der erste Teil. Tutorial anzeigen, ja, warum nicht? Waffenmodifikation. Angelegte Waffen, Waffenpunkte, ja. Panzerschwert. Konfigurieren. Oh. Ach, das sind die Dinger, die ich da freischalte. Auf der Fibel. Wenn die verfügbar Waffenmodifikation wähle, Waffenfertigkeit plus 5%. Waffen erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Slots und du kannst neue Waffenmodifikationen festlegen. Okay. Also es hat nicht mehr so wie als Option auswählen. Und ich nehme an, diese Effekte, die ich da alle bekomme, die bekomme ich durch. Nein, ich will manuell. Wo sollen wir denn um diese Uhrzeit noch einen Spanier bekommen? Oh. Also kriege ich dann keine neuen Waffen. Okay, neue Waffen findest du während deiner Reisen in Kisten. Und falls du noch mal davon Waffen erfüllen, auch gehen jetzt die neuesten Rüstungen, Accessoires, statt ihnen als unbedingt einen Besuch ab. Alles klar, jetzt reden wir doch mal. Oh, ich habe kein Geld. Oh, ich hätte gern die Prachtklinge, aber ich muss ja noch hier Fähigkeiten, glaube ich, wieder lernen. Ne? Ich habe das schon gerade gesehen. Ich habe kein Geld für irgendwas. Cool. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Ich habe ein Kissen. Ist das irgendwie so, damit man sich auf der Weltkarte irgendwie wieder heilen kann oder so? Ja, hat er voll gebracht. Deine verwundene Waffenfertigkeit benutzen. Wenn du Waffenfertigkeit wiederholt einsetzt, steigst du deine Geschicklichkeit im Umgang mit ihr in dieser Markt. Geht der da, also wie im ersten Teil. Ja, vielleicht die Fähigkeit einsetze, desto irgendwann lerne ich dann die Fähigkeit, je öfter ich die Fähigkeit einsetze. Also wie im ersten Teil. Was war gerade mit deinem Haar? Okay, dein Haar war gerade voll so im Gesicht. So, dann tun wir mal die Waffen von jedem hier. Ich bin immer so ein bisschen komisch, ne, wenn es um Waffen geht. Ich bin irgendwie dafür, dass ich habe irgendwie nichts dagegen, wenn jemand mit einer Waffe die ganze Zeit durch die Gegend rennt, also das Cloud die ganze Zeit mit dieser ikonischen Waffe hier rumläuft, ne? Aber zur gleichen Zeit ist es auch ein Rollenspiel und man will natürlich verschiedene Waffen und so finden und so, ne? Also wenn man natürlich hier irgendwann andere Waffen und so haben, ne? Deswegen bin ich bin immer so ein bisschen, weiß nicht. Ich war 5 von 25. Kosten die alle bestimmte Punkte? Also nicht. Ich bin da so ein bisschen gespalten. Während Feuerstoß bis zum gewissen Grad Einschüchterung. Nee, nehmen wir mal mehr TP für ihn, ne? Lederhandschuh. Vielleicht wirkt es auch von Entfesselung. 50%. Festung einmal. 5%, zweimal 10%. Wirkungsdauer lieber. Wachstab, windelementare Attacke, hat sie Wind? Halb beim Aktivieren der Rächerhaltung TP. Erhöht die Angriffskraft von Wirbelkonter beim Blocken. Ich weiß ja nicht, wie Red 13 hier funktioniert im Kampf, deswegen weiß ich jetzt nicht. Sollen wir mal die Materie von den Leuten alle anschauen? Ja, wenn ich den Anführer hier wechsle, ne? Kann ich das irgendwie machen? Ich glaube nicht. Was habt ihr denn alles? Du hast heilen,
und Glut und Analyse. Heilen, Glut, Analyse. Barrett hat Gewitter und TP Boost. Ah. Gute Entscheidung von mir, hier seine TP zu erhöhen dann, ne? So, sie hat Chakra, aber sie kann noch was ausrüsten. Chakra, Frost. Und ich habe noch einen TP Boost, oder? Nein, ich habe die gar nicht übernommen, sehe ich gerade. Nein. Gebet, Luft. Okay. Toxin, präzise Abwehr. Ja, ich habe die gar nicht übernommen aus meinen früheren. Nein. So. Haben wir jetzt hier alles erledigt? Gibt es noch irgendjemand, der es wagt, mit mir Karten zu spielen? Ich sehe noch überall so obere Gebiete, wo ich noch nicht war. Oh, da ist eine Leiter, da komme ich nicht hin. Okay, dann wird halt ein sehr ruhiger Part, nehme ich an, ne? Und beim nächsten Part gehen wir dann in die weite Welt raus, ne? Und guck mal, wie es da abläuft, ne? Da bin ich ja ein bisschen gespannt drauf, ne? Wie es hier so weitergeht. So, ich versuche noch ein bisschen. Oh, hier bin ich schon. Aussichtsturm. Na dann, los geht's. Jetzt fängt sie schon wieder an, mich über ihn hin zu zerren, ne? Was? Aris? Du willst mir doch bitte keinen Antrag machen, oder? Wow. Kann man da runterrutschen? Das ist wie ein Yuffie's DLC hier mit diesen Stangen. Da konnte man auch so runterrutschen. Midgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Warum fragt mich das jeder? Warum wollen wir da zurückschauen? Ah, da hinten ist es ja. Da ist das ganze letzte Spiel. Da hat das ganze letzte Spiel stattgefunden. War eigentlich was mit Tifa? Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Oh Mann. Oh, ich dachte, wir können ja erstmal chillen. Noctic, sicher einige Magitech-Rüstungen. Ach Mann. Wir können jetzt erstmal voll chillen. Das ist nicht im Original passiert. Meinst du, die suchen uns? Wahrscheinlich. Ja, nee, die suchen Avalanche. Das sind wir doch nicht. Zwinker, Zwinker. Okay. Ja, und dann kloppen wir uns mit dem mal, ne? Ja, wir können uns erstmal hier schön umschauen und wow. Genau, das wollte ich auch machen, Aris. Boah, da war ein bisschen geglitscht, aber okay. Sie haben bestimmt so ein Tutorial mit ihren Charakter, ne? Wie man den nochmal spielt oder so. Beziehungsweise wie man den spielt im Fall von Red. Erstmal zu einer
Okay. Ich habe mich aber ja noch nicht überall umgeschaut. Da ist ein Mogri. Ich glaube, da ist eine Truhe. Nee. Ich will erkunden. Mann, lass mich in Ruhe. Diese Stadt ist so groß und gefüllt mit Geheimnissen. Wahrscheinlich sind hier noch Kartenspieler irgendwo in der Nähe. Ja, jetzt nicht mehr. Ja gut. So haben die nicht hier Richtung in die Richtung geschaut. Und den Typen mit dem Riesenschwert bemerkt. Mein Gott. Na gut. Na dann mal los. Hoch auf das Stahlgerüst. Ist irgendwas vorgefallen? Wir suchen nach Flüchtigen. Ist Ihnen irgendwer aufgefallen? Lassen Sie mich mal überlegen. Also, nein, das können Sie nicht gewesen sein. Oder doch? Schon gut. Begeben Sie sich nach Hause. Und warten Sie doch kurz. Es fällt mir sicher gleich ein. Also, Sie stören die Fahndung. Gut gemacht, Person, die ich nicht kenne. Ja, wir haben endlich mal Shinra abgelenkt, abgehängt. Warum passiert so was hier? Aber zum Glück sehen die den Schatten da am Boden nicht. Der Schatten war direkt vor den. Oh, zum Glück haben die nicht nach unten geschaut, ey. Dieselbe scheinen wohl ein bisschen die Sicht zu versperren. Hi. Ich bin hier oben. Schau. Aber wie praktisch. Er ist. Da bist du. Gehen wir jetzt einfach aus der Stadt raus hier, oder? Gerade wir sollen zur Herberge. Können wir nicht einfach hier aus der Stadt raus? Um die Leute hier nicht in Gefahr zu bringen. Wohl einer von den Shinra-Soldaten Karten spielen will. Und die anderen? Die warten unten. Der Geheimgang führt euch bis vor die Stadt. Noch dürfte er sicher sein. Nicht weit von Kalm gibt es eine Farm, auf der ein. Ja, die Chocobo-Farm. Oh Gott. Wie setzen die denn? Was hat das PAS? Heißt das so? Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Da könnt ihr Gegenstände herstellen. Oh, ich dachte, da wäre dieses Handy. Vielleicht hilft es ja. Synthesemodul, Salbei und Segen des Planeten. Okay, ich habe nichts hier gekauft. Synthese. Synthese, je mehr Gegenstände du synthetisierst, desto höher steigt deine Geschicklichkeitspunkte. Desto komplexe Formeln kannst du. Alles klar. Ja, meinetwegen. Was machst du denn da? Verschwinde endlich. So, Rüstung anfertigen. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich hier drauf klicke. Ich weiß, wie so ein einfaches Synthese-Ding funktioniert.
packst Gegenstände rein, die du hast, und dann kriegst du einen Gegenstand irgendwann. Ist nicht so ein schwieriges Konzept. Okay, ich habe eigentlich vorgehabt, direkt hier wieder reinzugehen, nachdem wir hier geflüchtet sind. So. Hey, Bros und Brosinen, wie geht's, wie steht's? Alles klar. Dann move out, Team. Wir verschwinden von hier und setzen die Story fort. Noch ein bisschen. Na, ich will wenigstens hier raus noch kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier in der Kanalisation oder so landen, mit die gefüllt ist mit Gegnern oder so, ne? Aber nehme ich jetzt mal an, nicht, ne? Da sehe ich eine Truhe. Da ist eine Truhe. Ja, geht ihr mal los, ne? Ich hole mir mal das hier. Ne? Ich bin so frustriert, dass ich nicht das Schwert kaufen konnte. Lorbeer. Okay. Wo werden wir die ganze Zeit immer mit unserer vollen Gruppe durch die Gegend rennen? Ne, irgendwann müssen wir uns auch aufteilen und irgendwie für Charaktere entscheiden, nehme ich an, ne? Sonst wird das hier ganz schön kompliziert, weil es gibt insgesamt 9 Hauptcharaktere in Final Fantasy 7 und ich glaube, wir müssten noch 2 vielleicht von denen treffen. 2 von denen treffen wir vielleicht noch. Das heißt, wir sind dann bei, also dafür 5, 6, 7 Charaktere. 2 Charaktere kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber 2 Charaktere kann ich mir im Rahmen schon vorstellen, könnten noch hier vorkommen in dem Spiel. Wir sind draußen. Ernsthaft, das hier war nicht. Diesen Eingang haben sie nicht gesehen von Shinra. Graslandregion. Wie wunderschöne Natur. Ist das Spiel Open World? So ein bisschen ausgelegt. Wie sehen die uns nicht? Ah, verdammt. Zum Glück habe ich mit denen ja Karten gespielt, ne? So beginnt unser Abenteuer, ne? Sehr cool. Wer am Kampfgeschehen teilnehmen soll, kannst du über Kampfeinstellungen im Hauptmenü bestellen. Dabei hast du die Möglichkeit, bis zu 3 unterschiedliche Gruppenkonstellationen aufzustellen, zwischen denen du außerhalb von Kämpfen im Kommandomenü mit L1 und R1 wechseln kannst. Auf der Karte
die sich mit, wie auch immer man den Knopf nennt, öffnen lässt, werden Ziele, die auf die Geschichte relevant sind, automatisch markiert. Auftragsziel, eigene Zielmarkierung, Erkundungsziel, Story relevant Ziel. Brodens Bekannter, Nebenauftrag entdeckt. What? Der Anfang der Reise. Irgendwie kann ich aber immer. Keine Ahnung. Achso, ja. Okay, cool. Aber oh, da liegt was. Viel einzusammeln, ne? Selten von Ungeheuern erbeugbar. Oh, das heißt, wir müssen uns hier verdammt nochmal umschauen, ne? So, ich sehe aber alle Charaktere, ne? Aber sobald der Kampf beginnt, nehme ich mal an, verschwinden einige von denen, ne? Aber, ah, das sieht doch viel schöner aus jetzt, ne? Guck mal. So, Red 13 und Arif. Weißt du was? Das ist eigentlich in Ordnung, ne? Ich will mal sehen, wie Red funktioniert. Das ist ein gutes Gruppenmenü, finde ich, ne? Jetzt sehen wir hier alle Charaktere. Lass mich doch mal was herstellen. Ich glaube, ich konnte hier doch was herstellen. Gegengift, Wachmacher. Nein, ich konnte noch nichts herstellen. Ich wollte Stufe 2 erreichen, ja, aber geht anscheinend nicht. Na gut, dann würde ich sagen, die Welterkundung geht dann im nächsten Part los, ne? Cool. Dann sind wir endlich mal in der offenen Welt und auf der Weltkarte und können mal hier uns ein bisschen amüsieren, ne? Und sehen, was hier uns hier in der Welt von Final Fantasy 7 erwartet, ne? Gaia ist, glaube ich, die Welt, ne? Und ja, cool. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Folge. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Würde mich sehr freuen und ciao.